Recht geil, ja. Wie viel kostet eigentlich? Ich guck mal nur, ich will nur mal kurz das gucken. Wie viel das nächste Upgrade kostet wegen den Punkten oder wann wir uns das überhaupt leisten können. Genau den da. 16 mehr Mutproben, okay, muss ich die erst machen. Symbolfinder. Erhöht Symbolfinder auf 250 Meter. Aufladegeschwindigkeit kann man sich leisten. Fähigkeitsbalken. Verlängert den Fähigkeitsbalken für die Drohnenrammen. Das ist natürlich schon geil. Was ist das? Schaltet eine variable Film. Nee, das brauche ich nicht. Ich glaube, wir werden uns den Fähigkeitsbalken mal gönnen, ja. Jupp. Weil dann haben wir ein bisschen mehr Nitro und sind auch die ganzen RAM-Missionen noch ein Tacken leichter. Auch wenn wir uns bald schon die nächsten Balken leisten können. Aber hey, egal. Gut, so. Ich habe gerade gesehen, wir brauchen nur eine Mutprobe, dann haben wir das schon frei. Aber gut, wir machen jetzt hier erstmal noch die Tenner-Mission. Gefroren, sammle deine Gedanken zu Jerichos Plan. Tenner, du, Tenner? Vergiss es. Yep, Tenner ist schon wieder woanders. Tut mir leid, Jones. Ist mittlerweile normal geworden. Tanner. Hallo? Irgendwie ergibt das alles keinen Sinn. Ach ja? Ich schreib's mit auf die Liste von dem ganzen Scheiß, der mit dir ständig passiert. Einen Moment. Jericho ist ein echter Profi, oder? Soll heißen? Er ist kein Massenmörder. Ach komm, der jagt eine Kita in die Luft und verkauft das Spielzeug aus dem Schutt. Das habe ich nicht gemeint. Was meinst du denn, Mann? Rache kostet eine Menge Geld. Man verdient nichts dabei. Wie kommst du da jetzt drauf? Es passt einfach Dann nicht. Erklär's mir. Das kann ich nicht. Komm schon, ich bin ganz Ohr. Komm, was? Das ist doch nicht... Tut mir leid, aber ich kann immer noch keine geniale Erklärung hey, hören. Jetzt sei nicht so ein Arsch. Ich bin der Arsch, das ist ja echt nett. Ach, verdammt, Jones. Was? Wenn das so einfach... Wenn es so ja, was, John? Echt? Wenn es so was? So einfach wäre, wenn dann... Was? Ich kann's ja, echt nicht wenn das erwarten. So einfach du wäre, bist so dann, viel dann würde ich ihn doch John. einfach Heiße schnappen. Luft, Einfach ja. so! Jones? Was zum Teufel? Oh Mann. Sagt mit Sicherheit, kann die Zeit anhalten. Jones? Die Stadt? Nur mal so, weil ich jetzt gerade gesehen habe, in der Cutscene gab es jetzt mal so ein ganz komische Asynchronität. Es lag nicht an der FPS oder sonstiges, weil ich hatte gerade echt schon Schiss, dass ich das Spiel neu starten muss. Das war einfach komisch im Spiel. Aber gut, das ist jetzt wurscht. Wir können die ist Zeit irgendwie eingefroren. Halten. Oh Mann, ich bin irre. Jetzt bin ich echt übergeschnappt. Okay, das ist wirklich ein bisschen krank, aber es war vielleicht, er hat geschnipst oder nicht. Hat sich da vielleicht dadurch die Zelle angehalten, würde ich jetzt mal schätzen. Ist das Einzige, was sich noch bewegt. Ach, wetten, Jericho sitzt am Steuer. Wie viel soll man wetten? Ich fühle mich so schwer. Verdammt müde. Ich muss einen Weg hier rausfinden aus diesem Albtraum. In Spuren bleiben, um Puls zu senken. Oh, okay. Einfach am Krankenwagen dranbleiben und schauen, wohin er mich führt. Das hat ja auch mal was Geiles. Puls gesunken. Oh Gott. Mann, das ist diese Verfolgung, diese Spur. Das ist, als würde neue Energie fließen. Mann, langsam verliere ich den Windschatten. Puh, das ist schon viel besser. Aber wie kann der denn plötzlich Gas geben? Was ist das für ein Krankenwagen? Hallo? Komm, du schaffst das. Bleib einfach dran, John. Scheiße! Völlig irre! Komm, 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 sieh! Boah, wie fährt der denn hier, ey? Mich nicht ab. Aber es ist gerade schon wirklich strange, dass nur der Krankenwagen fährt. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, es hat was mit Jericho zu... Oh Gott, was... Was war das? Was passiert mit mir? Miss Ricky. Oh, okay. Was zum... Geier.
Gut, okay. Mal sehen, wie du mir jetzt entkommst. Plop, plop, plop. Plop, plop, plop. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, es hat übelst was mit Jericho zu tun. Ah, bitte. Jetzt bin ich wieder in Form. Weil Eck ist doch auch der Einzige, der irgendwie in dieser Zeit noch was machen kann, oder nicht? War es nicht so? Das Senna und Jericho ist doch jetzt auch der Einzige, die es machen können. Und ich jetzt kann ich mir nicht erklären, wie der Krankenwagen jetzt hier rumfahren soll, während Senna die Zeit angehalten hat. Es ist echt kalt außerhalb der Spur. Echt kalt. Geil ist, dass die Autos jetzt scheißegal sind. Ich kann fahren wie ein Irrer. Wir haben schon einen schönen Puls jetzt, der schon grün leuchtet, grün ist. Das ist schon mal hübsch. Gefällt mir gut. Umso näher wir dran sind, umso schneller sinkt der Puls. Wow. Kann ich dann aber nicht auch sterben, wenn ich keinen Puls mehr habe? Schön. Was bringt mir das, dass ich gut fahre, wenn die KI Aussätze hat? Danke. Hä? Was zum... Niemals. Es muss eine Erklärung für das alles geben. Beendet dem Albtraum entkommen. Okay. Ist so viel heiße Luft wie ein Arschloch. Das nennt man Hirnfurz. Was zum Henker machst du denn da? Noch mehr abgefahrener Scheiß für deine tolle Liste, Mr. Jones. Na gut, ich kann dir nicht folgen, Mann. In der Zeit zwischen meinem Fingerschnippen und eben... war ich woanders. Ich war in so einem Todesrennen, in einem Albtraum-Remix von San Francisco. Klar. Okay, John. Ich mein's ernst. Mensch, John, entweder verarschst du mich oder du machst mir Angst. Ich weiß es nicht. Ich mein's ernst. Hey, hör zu, Mann. Alles wird okay. Wir werden das zusammen durchstehen, was es auch ist. Oh, danke für die Unterstützung. Nein, ich meine es so, John. Du schaffst es. Ich weiß, dass du mich hörst und dass alles gut wird. Was denn? Fahren wir weiter. Okay, der Tender dreht langsam am Rad. Er hört die Stimme von seinem Kollegen aus dem Radio. Er kann die Zeit anhalten. Ja. Hoffentlich wacht er bald aus dem Koma aus. Das wäre, glaube ich, besser. Sonst geht er da echt noch bald drauf, ehrlich. Kapitel 6. Gejagt. Hey, Tanner, sprich mit mir. Ach, ich habe aber nichts zu sagen. Ach, Müll, was immer da gerade eben passiert ist, macht dich irre. Und wenn es dich irre macht mit dem ganzen Voodoo-Mist, der bei dir abgeht, dann werde ich selbst auch irre, Mann. Und wenn ich spinne, Jones? Wenn das alles nur in meinem Kopf ist? Bitte, hast du keine anderen Sorgen? Guck doch mal, der Unterschied zwischen dir irre oder klar ist, dass du etwas schneller fährst als sonst. Jetzt komm, wir müssen eine Festnahme machen. Ah, gut, dann los. So, da haben wir das schon, sind wir im nächsten Kapitel angekommen. Gerade mal zu dem Kapitel. Ich habe einfach mal Spaß, guck, wie viel es gibt. Also, damit ich ungefähr einschätzen kann, wie lange das RP dauert. Und laut Spieltipps.de sind es 7. Ich habe jetzt keinen, kann man die Komplettlösung eingucken, habe ich aber nicht gemacht. Ich habe nur geguckt, wie viele Kapitel. Laut dem sind es 7 und dann nähern wir uns schon langsam dem Ende. Das wäre echt schon krass, wie viel müssen wir hierfür machen. Hallo, ich möchte aber sehen, wie viel ich dafür machen muss. Ich wette, diesmal sind es mehr als 2. Müssen wir wetten. Ne, 2, gut. Das vermehrt sich nicht. Also wie gerade, dann hat das Kapitel wieder nur 2 Missionen, weil es sind nur 4 dieser Dinger. Okay. Okay, okay, dann machen wir jetzt mal hier drin, das mit Blitz. Da hab ich gerade Bock. Obwohl, das... Nee, ich will rennen. Komm, wir haben die Chinesen wieder. Die kleinen Chinesen. So, Japaner. Was ist immer? Ich immer. Diese kleinen Typen, die eh nicht aufholen wollen, hören zu rennen. Wer in das Rennen als Erster oder Zweiter? Gruppe B, Classics. Ha!
Du hörst nicht zu, Ayumu. Ich bin die Rennen nicht wirklich gefahren. Okay, Yun, ist sowieso egal. Wir haben keine Wahl mehr. Wir fahren die Rennen jetzt für Jericho. Nein, nein, nein! Zu solchen Leuten sagt man nicht einfach nein, außer du willst so enden wie dieser Typ Krug. Okay, wir sind wieder zurück bei den Japanern, was mich richtig freut. Und zweitens, sie haben jetzt einen Jericho am Hut. Das ist noch besser. Das können wir jetzt auch richtig schön während des Rennens ausfragen. Hoffe ich mal, dass Tenno das jetzt auch tut. Alter, hau die Musik doch noch lauter. Ich seh 2 Minuten. Mein Gott, ey, warte mal ganz kurz. Ich mal, nicht hin. Nein. Ja, leck mich doch jetzt. Mann, danke. Mach ich's kurz mit der Tastatur, wenn's so nicht will. Auch kurz ein bisschen runterregeln, weil sonst versteht die Leute das nicht mehr. So. So, wir starten das jetzt auch nochmal ganz kurz neu, weil ich will. Tenner hat, wollte gerade was sagen und ich hab's unterbrochen und das will ich nicht haben. So. Ich seh 2 Minuten nicht hin und schon macht ihr Jungs einen Deal mit Jericho? Ihr Jungs? Jun, wenn du einen Ausweg weißt, sag ihn mir. Jericho kontrolliert alle Rennen der Stadt. Wir haben keine andere Wahl. Ach, verdammt. Freihändig! Ja, der riskiert auch direkt dein Leben. Ach, ist ja nicht dein. Stimmt ja. Wo sind wir? Nicht vorne. In Afghanistan sind wir. Im Krieg, ja. Das war nicht geplant. Wollen wir eigentlich mal die ganze Kohle für die Karren her? Okay, ja, sie gewinnen die Rennen durch mich. Das stimmt. Trotzdem, ey. Da, sieh dir das an. Mit nur einer Hand. Prima. Tenna, du, wie bist du heute bitte drauf? Also langsam kommt, muss er echt in die Klapse. Mit einer Hand freihändig, guck mal, was ich kann. Guck mal, ich kann mit den Füßen lenken. Wie gehst du Gas? Ja, mit den Händen. Oh Gott. Komm schon. Du fährst ganz gut, aber kannst du noch so 10% drauflegen? Mach mal, wenn du so nett fragst. Mal sehen, was noch geht. Da gehen 200% noch mehr. Da hier. Style, Style, Style. Ja, wir können driften, ja. Super tolle Landung. So sieht's aus. Ich habe immer noch keinen Spruch gehört, wie das war das letzte Rennen, das ihr gefahren seid. Tenna, ich hoffe, das kommt noch. Toll, lass den Fuß drauf. Wo soll er sonst hin? In dein Gesicht. Warum auch nicht? Ey, jetzt hat sich gereimt. Bam, ja, das war voll geplant, dass ich das rein. Da habe ich extra dran gedacht. Gedriftet. Tja, deswegen sind wir doch da, nicht? Deswegen und wegen des Sieges. Ja, deswegen auch. Aber nee, wegen dem Driften bin ich hier. Das sieht nämlich cooler aus als der Sieg. Ja, die holen wir ein bisschen auf, aber ich habe noch einen recht guten Vorsprung. Sind aber auch halt noch 10 Checkpoints. Das ist also noch eine Menge zu fahren. Wir führen bloß, Junge. Gewinner! Halt's Maul, wir führen! Mein Gott. Gewinner, wir führen bloß! Gewinner! Sehr wie vorhin Portal 2, das Ende. Wir sind im Weltraum, ja, wir sind im Weltraum. Wir sind im Weltraum! Also ähnlich, aber. Wir gewinnen, John! Wie hast du mich genannt? Yun, so heißt du, Bruder. Ich dachte, du. Was soll's? Woher hat der meinen Namen? Ich sag ja nur so viel, sie arbeiten mit Jericho zusammen und Jericho kann ja auch dieses Schiff und weiß von mir Bescheid. Hat die sich auf mich angesetzt. Ich wette es. Und woher sollen die meinen Namen wissen? Es finde ich aber geil, dass die Nebenmission jetzt hier, also auch diese Stadtmission jetzt auch komplett schon mit der Story zusammenhängt. Weil woher sollen die sonst wissen, wie dass ich so heiße? Und Jericho wird ihnen das ja wohl gesagt haben. Warum auch immer. Endspurt, Yun. Zeigen wir Jericho, dass wir keine Angst haben. Indem wir verzweifelt versuchen zu gewinnen, damit er uns nichts tut? Ganz genau. Ja, das zeigt davon, dass wir keine Angst haben. Keine anderen Autos da wären. Stimmt. Oh, ganz ruhig fort. Naja, sollten wir aber ganz easy gewinnen, das ist jetzt ziemlich schwer. Weil ich so einen geilen Fahrstil habe. Ja, ich dachte, der Sprung geht übel aus. Etwas von. Geschafft! Der Sieg wird Jericho freuen. Ob er uns wohl gehen lassen wird? Ayumu, du musst es begreifen. Jericho ist ein Gangster, ein Mörder. Nehmt euer Geld und verschwindet. Tun sie eh nicht. Ich werde das nächste Rennen wieder mit den Idioten. Aber naja, was will man machen, ne? So, jetzt machen wir noch die Blitzmission, dann machen wir nächstes Mal 2 Kopfmissionen für die nächste Mission, weil ich habe jetzt gar keinen Bock auf Kopf.
Was hat man hier zu tun? Oh, ist auch was. Gestohlene Autos zurück im Polizeitransporter bringen. Okay. Alle Einheiten. Am South Court Showroom gab es einen Einbruch. 4 Oldtimer, die am Abend zur Auktion kommen sollten, wurden gestohlen. Einsatzleitung, hier sind Levine und Dyson. Was haben wir damit zu tun? War eine Wohltätigkeitsveranstaltung der Polizei. Ignorieren Sie ihn, Einsatzleitung. Sind dran. War eine Veranstaltung der Polizei. Gut, dass er es nicht mitbekommen hat. Wofür hast du uns gerade angemeldet, Herr? Mann, Junge, ein wohltätiger Zweck. Guck mal auf die Karte, wir sind überhaupt nicht in der Nähe. Gutes Argument. Okay, das werden andere erledigen. Was tue ich noch hier, wenn ich nicht... So. Hier vorne ist einer. Oh, Hallöchen. 5 Minuten haben wir dafür nur Zeit. Das wird knapp. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo? Jetzt komm! Da. Nein, falscher Wagen. Bob. Oh, ein Porsche. Den Ruf meine ich. Dann bringen wir ihn nach Hause. Oh ja, das geht. Oh, Hallöchen. Oh. Verdammt! Fuck. Mist. Ja, gib doch jetzt nicht noch Gas, wenn ich vor dir stehe, du Arsch. Ja, der sieht so gut wie neu aus. Den könnte man versteigern für 1 Euro bei Kick auf dem Grabtisch. Den runter vom Gas. Was, sonst hau ich den da voll durch. So. Hallo. So, Nummer Uno. Da müssen wir noch die nächsten. Oh, flieg, da ist der nächste. 4 Stück sind das? Nee, doch, ja, doch. Insgesamt mit dem Porsche, mit dem Ruf. Ruf, kein Porsche, Ruf. Da hier müsste irgendwo einer sein. Da ist er doch. Nee. Oh, ein erster Mod in DB5. Hey, wer sind die Typen? Die Typen? Mann, reiß dich zusammen, Marcel. Halt an. Oh, oh. Oh, 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 Hilfe, Hilfe, Alter. Ich hab andere Pläne. Gelitten. Hey, komm, gib den Typen die Karre. Wir haben uns dafür bezahlt. Geil, der eine hängt am Abschleppwagen. Wie geil ist das denn? Ich hab's... Oh, fuck. Nein, jetzt geh in die Karre zurück. Ich hätte sie gerade fast abgehängt. Scheiße. Aber der eine Typ hing gerade wirklich am Abschleppwagen fest. Hat ja auch mal was, ne? Ich finde, das hat Style, dass ich das hinbekommen habe. Nö. Autsch, die Karre sollte ich echt nicht so zerkratzen. Bist du irre? Alter, gib mir doch. Ja, ist okay, Jungs. Hallo, ich will die Kurve kriegen. Da dürfte ich mal. Nein, ist okay. Wenn das Auto nicht straßentauglich bleibt, bringt es uns gar nichts. Ah, jetzt verstehe ich. Nein, wir haben es von der Auktion geklaut und verkaufen es an jemand anderen. Komm schon, geh weg. Ja, Alter, was hätte der... Nein, jetzt hört doch... Boah, ihr kleinen Arschgeigen, ehrlich, geht mir nicht auf den Sack. Es bringt mich nicht groß rauszuschiften, da verliere ich nur Zeit auf den Transporter. Das wird sowieso jetzt knapp von der Zeit, wenn er mal guckt, ey. Reiß dich zusammen, John. Wenn ich die Autos nicht bald in die Polizeitransporter bringe, sind sie nie rechtzeitig zur Auktion zurück. Und rein da, egal wie kaputt er ist. Das sind 2 meiner 4 guten Taten heute. So, komm mal rein. Die Hälfte der Zeit ist rum, die Hälfte der Autos sind weg. Lamborghini. Kolper, was ist das für einer? Was hast du mit dem Auto gemacht? Es ist ja quasi schon tot. Ich, Alter? Guck mal in den Spiegel, Mann. Ich hab doch gesagt, bring uns direkt auf den 101. Aber du musst dir erstmal richtig Gas geben. Ja, bei dem müssen wir aufpassen, dass wir keine Unfälle bauen. Schon genug geschrottet? Ja, cool, dass die Mission sich aber so ein bisschen unterscheiden, dass jeder hier so seinen Schwerpunkt hat. Beim einen, gut, beim ersten war jetzt gar nichts. Beim zweiten war jetzt eben mit Gegnern, jetzt hier mit Schaden. Mal gucken, was wir beim letzten noch haben. Komm runter, Mann! Komm runter! Das war gewollt, ne? Das hier, das war extra so. Mach das nicht, Mann! Die Karre ist bares Geld! Pump doch deine Mutter an! Pump doch deine Mutter an, ja, schöne, boah, Tenner macht auch Mutterwitze, genau. Soweit ist schon gekommen. So. Liefere noch einen Oldtimer. Komm, und die Welt leg dich, Kamera. Ein Stück besser. Die Welt wird besser, weil ich einen Oldtimer gerettet habe. Genau, Tenner. Ein Lancia Stratos. Ein einsamer Dieb hier drin,
Sorry, Kumpel. Meine Mission ist würdiger als deine. Schöne Aufrutschstrecke, finde ich gut. Bei dem Auto kann man da nämlich was reißen. Er ist ja ein schönes Offroad-Rallye-Car, also der ist früher auch Rallye gefahren in der BRC, heißt die damals schon BRC, ich habe keine Ahnung. Ja! Aber geradeaus weiter. Das macht keinen Unterschied. Wir haben eh eine ganze Minute noch Zeit, also pff. Hey, hey! Ja, Tanner, dann bist du stolz auf dich selber, was du erreichst durch mich. Danke fürs Bremsen. Ich hätte nicht gedacht, dass die KI da jetzt anhält. Ich habe gerade crasht mir voll in die Karre. So, da haben wir ihn doch schon. Das war jetzt das letzte Mal jetzt einfach. Die mit den Gegnern waren das einzige Problem. Öppa. Ja, wer hat gesagt, dass Wohltätigkeit keinen Spaß macht? Ich habe das gesagt. Nein, Spaß. Natürlich nicht. Ja, Tellermission ist schon wieder frei. Und kein Flashback, das ist ja unter aller Sau. Was haben wir denn hier? Aussteiger, hilf Ordell in der Bande von Jericho Karriere zu machen. Oh. Gibt's was zu Ordell? Mann! Wir sollten dir eine Glocke um den Hals hängen oder so. Sorry. Ordell? Hat einen Job. Sollen wir ihn aufstöbern? Ja, er muss doch Karriere machen. Ja, genau. Wir wollen nur das Beste für ihn, auf jeden Fall. Sei clever. Zieh's ganz sauber durch. Hab ich vor. Ich hab so das Gefühl, es wird ein totaler Scheißjob sein, den wir bei Ordell machen dürfen. Aber hey! Bleib schön cool bei Ordell. Wenn er so endet wie Carl Brook, also gegrillt, ist das deine Schuld. Also kein Druck. Kein Druck. Einfach nur ganz gechillt machen. Okay. Ich wette, die machen mir jetzt gleich so übelst Druck in dieser Mission, aber hey, ich soll mir ja keinen Druck anmerken lassen. Glaubst du, diese Layla wird wieder auftauchen? Wenn Jericho etwas Wichtiges zu erledigen hat, ruft er sie an. Wow. Kannst du mir sagen, auf was du wartest? Heiße Karre. Dann los. Ja, das hat nicht lange gedauert. Die lassen mich nie in Ruhe. Häng sie erstmal ab, dann werde ich dir sagen, wohin es geht. Ich hab eine Alter! Du bist? Ich bin Passagier Ordell. Schön, dich kennst. Ich wollte gerade sagen, ich habe eine geile Karre, dann kommen die Kopfs noch mal erstmal die Karre klump. Fuck, fahr doch weg, du Otto! Mann! So, willst du vielleicht wissen, wo du herkommst? Nein. Verstanden. Was steht heute auf der Agenda? Der Agenda. Mit Jericho. Das ist unsere Sache. Komm, zieh, 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 Audi, zieh! Mach mich glücklich, Audi! Ja, sie fallen zurück. Wie konnten die Cops uns finden? Irrelevant. Hör mal, wenn es etwas gibt, das ich wissen muss. Ordell, du brauchst nicht mehr zu wissen, als du schon weißt. Ist das klar? Klar. Und jetzt? Bring mich zum Industriepark südlich von hier. Nur hinfahren? Ach ja, hast du einen Zauberstab? Nein, ich wollte nur... Noch ein Wort, Ordell, nur noch eins. Du musst mir sagen, woher die Cops wissen, wo sie dich finden. Muss ich nicht. Bock, Kinder, versau's jetzt nicht, ey. Ich bin schon in die richtige Richtung gefahren, ne? Ich wusste, wo ich hin musste, klar. War alles gekonnt. Oh. Tja, hattest recht. Die Fets sind auch hier. Das war klar. Bring mich da durch, egal wie. Wie soll ich? Tu es einfach. Verwanzt? Ich sitze drin, mehr musst du nicht wissen. Wenn wir da sind, immer wie hinwollen, kann ich dann irgendwas? Bring mich zur Scheune in den Lower Slopes und dann wirst du mich nie wiedersehen. Also nein, es gibt nichts, was du noch tun könntest. Willst du mich beeindrucken, Ordell? So ein bisschen schon, ne? Ja. Einer ist weg. Komm, halten wir an und trinken was. Und der letzte. Was? So, schon abgehend? Geil. Wir ankommen. Hast du jemals einen Patienten auf der Intensivstation gesehen? Oh, ich komme nicht durch. Schade. Kabel. Aber vor allem die Augen. Weißt du, was die Augen sagen? Denn was? Sie sagen, ich wünschte, ich hätte weniger dumme Fragen gestellt. Was
sorry. Solange es uns nicht bremst, ist es mir egal. Ui, er sollte jetzt, glaube ich, besser weniger die Fresse aufreißen, weil sonst kriegt er echt durch den Stress und kann aussteigen, weil er im Krankenhaus. Deine Fahrkünste interessieren mich, Odell. Bring mich einfach. Und jetzt? Ist für dich. Hallo? Ich weiß nicht, was mit dir los ist, Odell, aber weiter so. Es kommt ein Auftrag. Etwas Großes. Scheitern ist keine Option. Verstehst du? Klar, ich verstehe. Odell hat's wohl geschafft. Und ich werde dafür sorgen, dass ich immer schön mitfahre. Odell hat Laylas Vertrauen gewonnen, na? So läuft das doch. Jetzt kommen wir endlich vorwärts. Odell hat Jerichos Terrorplan fast schon in Sichtweite. Und es gibt ein neues Gesicht in der Stadt. Und dieser große Auftrag, von dem Layla sprach, anscheinend zahlt sich die harte Arbeit doch endlich aus. Oh mein Gott, Captain Kirk hat was mit Jericho zu tun. Nein, Spaß. Gut. Beim nächsten Mal werden wir dann die nächste Dinner-Mission machen und wir haben wieder 5500 bekommen, das ist schon eine nette Menge. Und ich bin der Blue Hümpf, ich verabschiede mich und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder von Let's Play Driver San Francisco. Bis dann, ciao.